Party. Die Remix-EP ist raus, Leute. Habt ihr das schon gehört? Ich finde sie immer noch richtig, richtig gut. Dieses Release-Party-Ding allein hier ist irgendwie unbefriedigend. Am wenigsten spielt das Wetter mit, ne? Ich habe heute gar keine Musik gemacht. Ich habe gestern tatsächlich ja den ganzen Tag Musik gemacht und den ganzen Tag vergessen, davon Videos zu drehen. Das ist. Ich danke euch für eure Anteilnahme in den Kommentaren. Das war, hat mir sehr geholfen. Aber es sind gute Sachen mal rausgekommen. Aber jetzt habe ich ja erstmal die EP draußen, die Remix-EP draußen. Jetzt mache ich erstmal wieder ein bisschen. Fahre ich die Aggregate mal wieder ein bisschen runter. Komische Zeit, ne? Aber stellt euch vor, jetzt wird's regnen. Stellt euch das mal vor. Im Hintergrund läuft übrigens meine Sommer-Spotify-Liste, die seit 7-8 Jahren wächst und wächst. Und damals, irgendwie so vor 2-3 Jahren, haben die Blockrebellen Berlin mal einen Post abgesetzt auf ihrem Megablog zu dem Thema die 10 wichtigsten Spotify-Listen, die jeder folgen sollte. Jeder. Und da war meine Sommerliste dabei. Und innerhalb von einem Tag ist die tatsächlich von 3 Followern auf, ich glaube inzwischen sind es irgendwie 140 und so, gewachsen und es ist, ich meine, es gibt viele Listen bei Spotify, ne? Aber die ist unter den 10, die ihr folgen solltet. Ich packe die unten in die Shownotes rein und könnt euch da mal reinklicken, die ist mit so viel Liebe kuratiert und über Jahre läuft die hier den ganzen Sommer im Shuffle-Modus im Sonnenschein und wird verfeinert. Und wenn mir dann nach 8 Jahren ein Lied irgendwie auf den Sack geht, fliegt es mal raus. Irgendwie, es kommen immer ein paar neue dazu. Und es ist wirklich Musik der letzten 50 Jahre mit so einem gewissen Sonnenschein zwischen alten brasilianischen Jazz-Krempel, Pop-Zeug, bisschen seichtes Elektronikzeug, bisschen Indie-Pop, ein bisschen alles, was Sommer ist. Kann man gut in Gesellschaft hören, zur Not aber auch alleine, wenn Release-Party ist. Verschwindet gleich die Sonne hier hinter dem Haus. Dann ist Schatten hier. Hier ist er schon. Ah, das sind immer diese. Das ist immer der Moment, wo dann der Tag hier irgendwie fast rum ist. Seeing him go, 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 he said, hey, should
die Hummeln hier irgendwie auf meiner Dachterrasse haben irgendwie einen ganz neuen Spleen. Irgendwie hier unter meinem Tisch sind so kleine Löcher, wo die Schrauben drin eingelassen sind. Und da fliegen die ganze Zeit rein. Also die wollen doch nicht ernsthaft jetzt in so einem kleinen Schraubenloch irgendwie Hummelbabys. Also wie läuft das überhaupt bei Hummeln? Bauen die da irgendwas? Oder legen die da ein Ei rein oder was? Ich weiß gar nicht. Also wenn ihr euch mit Hummeln auskennt, könnt ihr euch mal... kann ich das dulden oder ist das irgendwie... Machen die den Tisch kaputt? Oh, könnte ich auch mal ein Lied drüber schreiben. Die Hummeln in meinem Tisch. Komische Zeit, ne? Mein Nachbar da drüben sägt den ganzen Tag. Guck, das sind diese Hummeln. Die fliegen dann hier um mich rum. Schön, ne? Unberührte Natur. Love it.